Die werden so groß und Snotlinge werden so groß und Goblins so, Menschen so und Orks bis zur Decke. Ja, ihr könnt natürlich und dann sehen. Schwarz, oh, Schwarz Orks. Gehen bis zu der Decke, doch. Ja. Ihr könnt natürlich nicht sehen, was wir meinen, weil die Kamera nicht darauf gerichtet ist, aber wir sind jetzt zu faul, hier die Kamera rumzudrehen. Um sie dann nur wieder aufzurichten. Richtig hin. Oh, was ist mit dem Spiel los? Jetzt komm schon! Welcome back, Sport! Der Block. Das Blut und die Schüsse. Deathheads! Mit Z! Ja, das sind Orks. Breaking Reavers. Ich hätte lieber noch den Angeber gehabt. Ja, ne? Der konnte Francis gut rennen, ja? Da, Fettwampe. Francis ist der Angeber. Ja, aber wir haben Fettwampe. Wir haben zwei Orks. Zwei das große. Sind alles Orks. Also, Orks, zwei Orks, große Orks. 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 Goblin. Die Goblin sind wahrscheinlich die Renner, oder? Ja, noch ein Ork. Wow. Mit Krallen. Und Goblin. Das Dumme ist halt bloß bei der Kampagne bekommst du halt keine Erfahrung bei deinen Spielern, also so weit wie ich war. Orks are brutal, but they also know how to play the ball. Stay away from them or hit harder. Oh, direkt gefangen! Das ist schlecht eigentlich für den Gegner. Jetzt kommen die Würfel dazu. Ja. Der Würfel ist ein Blockwürfel, der Erfolg oder der Misserfolg ganz so. Der Verteidiger geht in so der gut. Cabal Vision schieben. Verteilen. Sieht man immer, was passiert. Wir wollen doch lieber das hier, ne? Willst du ihn wegschieben? Bau! Verteidiger zu Boden. Und das hat einen Grund, warum der jetzt mitgegangen ist, weil jetzt unterstützt er diesen Angriff mit. Schieben würde ich dann nur. Hat er blocken. Dann kann er im nächsten Zug gleich wieder draufhauen. Weil er ging leider nicht kaputt. Oh, ja. Yeah. Das ist gut. Auf die Fresse, aber hart. Und er fällt um. Und nice. In seinen wieder. Oh, gelenkt. Nice. Okay, weiter. So, du bist ein Feldspiel. Bist du ein Feldspiel? Bewegen selbst. Ein bisschen Werfer, gut. Und du bist ein Blitzer, der Spieler. That's a good economical pass. Ja, gefangen! Es kann auch sein, dass du nicht fangst. Du willst mit dem durchrennen? Das ist sehr risky. Aber es hat funktioniert. Die letzten zwei Würfel waren. Jetzt können die halt zurückkommen, das ist das Nervige. Willst du, wieder so mal da hinrennen? Ne, ich gebe dir ein bisschen Kontakt, dann schlagen die die und gehen nicht durch. Das ist. Meinst du? Ja. Sie werden, also die Orks schlagen nicht drauf, aber wenn die Orks weg wollen, werden sie dann geschlagen. Schlagen meine Trümpfe. Ah. Ach, das ist jetzt schon. Da sind aber noch zwei hinten. Guck mal. Ich bin Orks, ja, aber der geht vor. Ich bin jetzt etwa ein richtiges Matchup. So, Scheiße, die wollen sich nur prügeln, ja. Die konzentrieren sich nicht mehr auf den Ball. Aber niemand kommt gegen uns. Oh, da. Was? Nein, der versucht. Ja. Put pressure on the ball. Can't argue with that. Da ist jemand wieder aufgestanden. Oh, schade, als ob der Angreifer fällt. So close. Ah, das hat weh. Ah, schade. Der fällt so oder so, egal was er ausgefüllt hätte. Jetzt bin ich dran. Sobald einer irgendwie umfällt, bin ich dran. Oh. Will the big one manage to lay out an opponent with half his strength? Schade. Ich würde dann stehen lassen. Ja. Wenn ein Fettwitch-Slap des Todes! Oh, wir werden ausgebuht. Warum? Weil die Fans wahrscheinlich auf der Seite der Orks sind. Ja.
Nur zurückschieben ist nicht. Ja, so. Aber er ist ja weg. Er ist weg vom Ball. Kannst du Touchdown? Ja, klar. Run, Floyd! Oh, yes! Das wollte ich platt sagen! Nice! Ja, aber die geben immer so an so. Ah! Unsere Cheerleader! Ich wusste gar nicht, dass wir Cheerleader haben. Ja, aber die sind auch sehr knapp gekleidet. Schön. Das neue DLC wird dann die Cheerleader-Liga sein, wo die Cheerleader gegeneinander. Bitte wähle, wo du hinschießen willst. Es wäre halt gut, möglichst weit hinten zu schießen. Da sie niemanden in die Ausschau. Oh. Platz. Die Fans stürmen den Platz. Einige per Zufall ausgewählte Spieler bleiben gelähmt zurück. Das ist ja doof. Es hat zwei bei ihm getroffen und nur einen. Drei. Und drei. Okay. Den dritten habe ich nicht gesehen. Okay, das ist ja Vorteil. Der Ball liegt da, den wird wahrscheinlich gleich einer aufheben. Ja. Ja, und da auch nicht. Dann kann... Guck mal, wahrscheinlich der da hinten. Die haben die Outline richtig offen. Nicht. Pick up the ball. Apparently it's more difficult than it seems. Wo wird gekämpft? Da. Au! Der hat seinen Helm verloren sogar. Das ist voll winzig da, oder? Das geht nicht mehr. Scheiße. Verteidiger stolpert, das ist noch viel schlimmer als Verteidiger fällt. Warum? Weil da kritische Sachen passieren können, bis hin zum Tod. Ja. Hey Jim, who's that Weasley getting to hang around the Reaver's dugout, staring daggers into the back of the coach? You mean the goblin? The little fella? I think that's the new assistant. He used to work at Parsons. Ist das der Schiedsrichter? Goblin working for a Humie team? Seems like these sponsors, these. Oh, bei jetzt gibt's aufs Maul, Goblin! Das ist doch ein Sponsor. Für ihn sind alles Goblins. Bist du ein Sponsor, Tim? Um den zu erwischen. Was kann Blitzer? Der kann schnell fallen. Schieben nach draußen. But now they've got financial backing to qualify for the new LA. Weil wenn der nach draußen fliegt, dann bashen ihn Fans. Count those teeth, Jim. They'll have to pick up both of them off the ground. Verteidiger am Boden. Und Verteidiger stolpert. Wenn Fähigkeit ausweichen, wird er nur zurückgestoßen. Das ist ein Goblin. Au! Das muss weh tun. So richtig schön mit dem Bark ist gelähmt. Ja, Orks haben auch komische Namen. Menno, ich darf nicht faulen, wir spielen hier fair. Wir sind Freundschaftsspiel. Ja. Nein. Das war das erste Spiel. Stimmt. Warum ist da so Blut am im Rasen? Ach, das ist Deko. Dekoration. Deko. Aber da hat sich niemand. Da hat sich da jemand schon geprügelt. That last burst of speed. Oh, it's risky. Da ist diese Würfel gehört. Ja. Das war an Dennis gerichtet. Was? Diese Würfelgeräusche. Das heißt, hätten die Würfel verkackt mit den Würfeln, dann wäre er hingeflogen. Ist er einfach ein Gegner gerade auf die Fresse geflogen, einfach so? Nein. Da ist dann aufgestanden, noch einer. Wollen die etwa mein Ogre umtackeln oder was? Come on, guys, together! Oh, das wird weh tun. Headshot. Aber nichts allzu kritisches. The attacker has an assist. Ach komm! Beide fallen. Das heißt, dein Zug ist vorbei. Oh shit! Run with a ball if they're constantly rising around on the ground. Kamerad, ich sorg dafür, dass du hier nicht wegkommst. Mit Bohort Zeppel. Der Goblin kommt jetzt auch nochmal. Der kriegt jetzt aufs Maul, ja. Und wird nur geschoben.
Hast du ein Glück, scheiß Goblin. Der sollte vielleicht mal aufstehen. Nein, jetzt habe ich was Falsches gemacht. Was macht der Blitz eigentlich? Der kann mehrere Aktionen auf einmal. Guck, der kann jetzt rennen. Das kannst du ohne Blitz nicht. Aber jetzt gibt's auch Fresse. Oh, big guy, trample all over. Was? Der kleine haut im Großen um. Unfucking believable. Da, weil drei um den rum sind, oder was? Aber scheiß drauf. They're going for the ball. Da durfte der Gegner auswählen, was, also welcher Würfel. Ah, verstehe. Der ist halt groß. Ich brauche ein bisschen Backup. Nein! Shit. Scheiße. Jetzt dürfen. Nein, meine Runde ist immer noch nicht vorbei. Ich kann so viele bewegen, wie ich will. Das ist ja. Die ersten Runden sind ohne Regeln. Los, renn! Mach besser! Oh. Ha! Ausgewichen! Mach besser, was dein Kamerad vorhin nicht geschafft hat. Scheiß die Wand an, Baron Fleisch. Fleisch. Baron Fleisch? Fleisch. Oh, gut. Okay, gut, dann machen wir gleich ein Move right next to a teammate. Tu ich eigentlich führen? Ja, stimmt, ich hab schon einen Touchdown gemacht. Ja. Stimmt ja schon. Wir lassen mal. Wo rennt der hin? Na, der bereitet sich für einen Pass vor. Ah. Wie weit kann so ein Pass gehen? Übers gesamte Spielfeld, wenn du mit Rot-Elfen spielst. Und der kommt richtig, ja. Das ist das Problem. Scheiße, er hatte Blocken. Ah. Das geht nur in eine Richtung. Mami. Wir verlieren gerade sau viele Spieler. Du meinst sau viele Spieler? Ja. Du wirst jetzt wohl nicht auf den Ogre drauf vom Fettsack. Wirf ihnen etwas Wasser zu, die müssen aufstehen. Eigentlich brauchst du nur Spieler, die im Weg stehen. Ich weiß, was mit dem ist. Wir sind Blitz aufstehen und nochmal angreifen, kann ja. Das sein? Immer schön weiter nach hinten drängen. Aufstehen frisst schon eine Aktion, kann das sein? They're going for the ball. Ja, was? Wieso? Der hat eine Fähigkeit. Ich hab's gehört, wir haben eine Unterzahl, Weil die stärker sind, glaube ich. Oder weil du umgeben bist von denen. Ja, weil die einfach. Ja, weil. Ja. Zum nächsten Menschen schieben. Da liegt noch einer von uns. Wo? Da, der kann nicht mehr aufstehen. Nein. Da. Da und noch einer. Bewegt eure fetten Arsch hoch. Ich schick doch jetzt nicht. Oh. Theoretisch könnte ich meine Werfer in den Kampf schicken, aber. Was haben die vor? Was die vor haben, die kommen ja nur auf die Fresse, das ist es. Ja. They're gathering around that lone player, like halflings round a sandwich. Au. Und nochmal drei um einen. Ja, meine Ruga steht ja. Scheiße, da hab ich das Block mehr. Ah. Und muss wieder einmachen. Ah. Muss ich nur 8 Züge aushalten oder 3 Halbzeiten?
Bei der Halbzeit. Da muss man jetzt mal einen Cut reinmachen, wenn wir drin sind. Unity is strength. Ja. Zum Au. Sieht nicht schön aus. Das ist Standard bei Bloodborne. Bloodborne ist auf 12. 12. Zug 6. Okay, so, dann wir machen mal einen Cut rein. Ja, die ersten paar Spielminuten. Bis dann, tschüss.